Karnak. Oh, ich glaube, hier ist es warm. Angenehm. Dank dem Kristall ist es ein leichtes, Waffen und Rüstungen herzustellen. Darum haben wir in Karnak nicht nur die beste Qualität, sondern auch die besten Preise. Dann lass mich mal in den Laden rein. Stell dich vor die Tür. Du darfst hier nicht rein. Nett. Hey, hier, rührt euch nicht von der Stelle. Hä? Da sind sie. Hä? Ihr gehört zu den Monstern. Wir haben euch aus den Meteoriten kommen sehen. Versucht gar nicht erst, es zu leugnen. Ich will doch nur shoppen. Alter. Kauf nie wieder was bei denen. Alter. Junge, was geht bei dir? Was, die Wand ganz? Jetzt haben wir den Schlamassel. Hä? Da plane ich meine grandiose Flucht. Und wo lande ich? In einer anderen Zelle. Und das war meine letzte Sprengladung. Ach, Mann. Aha, das findet ihr jungen Leute wohl witzig, was? Nein, nein. Ach, was soll's. Mein Name ist übrigens Sid. Oh, hey, cool, Sid. Was? Der Professor Sid, der diese teuflische Maschine gebaut hat? Die Maschinen, die Kristalle verstärken? Verzeihen Sie, das war nicht nett. Nein, nein, keine Entschuldigung nötig. Es ist ja wahr, das alles ist meine Schuld. Es war vor vielen Jahren. Da fand ich ein altes Schriftstück in der Bibliothek der Vorväter. Darin stand, dass die Kristalle vor tausenden von Jahren viel mehr Energie hatten als heute. Ich habe also die Kristalle in Tycoon, Walse und Karnak erforscht. Und Maschinen gebaut, die sie verstärken. Ein Fehler. Ihre Energieleistung zu erhöhen, hat sie letztlich zum Zerbersten gebracht. Und das liegt einzig an mir. Aber warum sind sie eingesperrt? Für die Kristalle in Tycoon und Walse war es zu spät. So dachte ich mir, ich könnte wenigstens den hier in Karnak retten. Doch als ich versuchte, die Maschine abzuschalten, haben sie mich in diesen Kerker geworfen. Sitzen also alle im gleichen Boot. Ihr seid hier, um den Kristall zu beschützen? Mhm. Allerdings, wir wurden darum gebeten. Von dem hier. Das ist ein Kristallsplitter. Wer seid ihr? Oh nein, wie schrecklich. Professor Sid. Was? Ja, bist du denn? Was ist passiert? Ihr hattet die ganze Zeit über recht. Der Kristall droht zu zerspringen. Was? Ich habe den Verstärker abgeschaltet, aber die Energieleistung steigt stetig weiter an. Das feuergetriebene Schiff. Ja, was ist damit? Wahrscheinlich ist es das feuergetriebene Schiff, das dem Kristall die Energie abverlangt. Professor, ich bitte euch. Alleine können wir nichts tun. Ihr müsst uns helfen. Ja, ich nehme die da mit, ne? Wenn diese jungen Leute mitmachen dürfen, dann gerne. Was? Aber die sind aus den Meteoriten gekrochen. Dafür gibt es Augenzeugen. Die stecken mit dem Werwolf unter einer Decke. Welcher Werwolf? Wenn sie nicht helfen dürfen, dann kann ich das auch nicht, so leid es mir tut. Also schön, Professor. Ihr werdet mir doch helfen, oder? Klar. Ich gehe voraus zum feuergetriebenen Schiff. Es ist nicht gerade der sicherste Ort. Ihr stoßt dann zu mir, wenn ihr soweit seid. Ich warte auf euch. Jo, ciao, bis dann. Ah, Sid ist wieder da. Sid ist in jedem Teil. Sid gibt's einfach immer. Da ist ein Feufeu. Ich darf es nicht ausmachen. Ich will die Kiste. Und die sind schon offen.
gemein. Alter. Ich habe Shiva dabei. Kann die nicht was machen? Dann, wenn sie 12 bin, ich nicht so begegnet. Du hast 12 gespielt. Nope. Ja, dann wundert es mich nicht, Dü. Aber in 14 bist du Sid begegnet. Oh, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste, da ist die... Feuer. Wir haben einen Weg gefunden, die Energie des Feuerkristalls für Antriebe einzusetzen. Das feuergetriebene Schiff kann sich auch ohne Wind fortbewegen. Kristallkammer liegt tief unter dem Schloss. Ihr könnt nicht an die Kristalle heran. Flammen blockieren den Weg. Dann mach sie aus! Kristall hat einen Sprung und es schlagen Flammen daraus hervor. Die da? Gab's denn 7? Ich meine ja. Ich versuche die Maschine abzuschalten, bevor der Kristall beschädigt wurde, aber... Warte mal. Warte, ich gucke. Ja. Tja, von 7 fehlt ja auch noch sehr viel. Die 9-7 ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Gerade von da unten komme ich, ne? Alter, aus dem Weg. Gerüchte besagen, dass die Kristalle in Tycoon Walser aus dem Himmel gebrochen sind. Ja, hier, ich habe die Stücke. Der Kristall hat einen Sprung bekommen und ein Werwolf läuft frei herum. Was kommt als nächstes? Ey, für den Werwolf kann ich aber nichts. Jetzt weiß ich auch, was sie wollten, dass ich mit dem Werwolf unter einer Decke stecke. Ein schwarzer Schatten, ja. Oh. Ja, was damit? Kommandant, halten Sie durch! Ich weiß nicht, ihr habt da irgendwie komische Flammen, also... Euer Schloss brennt. Das wisst ihr, oder? Der Werwolf hat es auf den Kristall abgesehen, da gibt es keinen Zweifel. Es ist schon komisch, aber der Werwolf hat gar nicht versucht, die Stadt anzugreifen. Cool. Hey! Der Werwolf, der von den Meteoriten im Osten kam, ist hinter dem Kristall her. Dank dem Kristall und der Kraft des Feuers wurde Karnak zu einer blühenden Stadt. Ist das jetzt vorbei? Jo. Alles vorbei. Haben wir uns zu sehr von dem Kristall abhängig gemacht? Die Königin ist verschwunden. Das ist bestimmt der Werwolf. Professor Sid wartet beim feuergetriebenen Schiff. Wo ist die Königin nur abgeblieben? Ausgerechnet in Zeiten wie diesen. Ich hab sie nicht. Boah, Kisten. Und ich komme nicht hin, weil hier schon wieder Flammen sind. Mann. Das ist ein blödes Schloss. Der Werwolf! Was ist los? Lass sie nicht herein! Lass mal den armen Werwolf in Ruhe. Wir haben mit ein paar von Professor Sids Sprengladungen weggescheucht. Aber der kommt wieder, ganz bestimmt. Ja, der arme Werwolf. Der hat nichts getan. Aua. Aua.
Boah, geil, Analyse. Stufe 15. Schwachbund, aber fast tot. Schwebezustand, toll. Au. Attacke! Töten, 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 töten! Ja, er ist tot. So. Darf ich jetzt shoppen? Ich wieder im Gefängnis lande, ne? Ich brenne das ganze Dorf nieder. Na, kein Gitter, was? Nein. Quatsch, kann hier keiner tragen. Warte, ich war nicht fertig. Mach das doch nochmal. Hier, bitte. Du da! Gekauft. Fasziniert. Du da. Ja. Tschüss. Das hier ist keiner. Wir haben seitdem. Ja, ist okay. Schlauen von der Bibliothek der Vorväter sagen ja schon lange, dass wir aufhören sollen, die Kristalle zu benutzen. Sie wurden echt lästig, als hat die Königin eine Mauer errichtet, um Ruhe vor ihnen zu haben. Dass man dort jetzt nicht mehr so ohne weiteres hinkommt, sollte klar sein. Wow. Geile Königin. Shoppen! Das nehme ich. Ich bin arm. Professor Sid ist der Erfinder der Kristallverstärker. Der Mann ist ein Genie. Eine ganze Horde von Monstern kam aus diesen Meteoriten gekrochen und versuchte, zu dem Kristall zu gelangen. Und jetzt lassen sie niemanden ins Schloss. Die Monster haben noch nicht versucht, die Stadt anzugreifen. Da müssen wir schon fast froh sein, was? Ja. Erst muss saufen gehen. Da kam ein Werwolf aus dem Meteorit. Aber ob er wirklich einer von den Bösen ist? Glaube nicht. Ein Abenteurer aus Jachol. Aber die Straße südlich der Bibliothek der Vorväter ist blockiert, also kann ich nicht heim. Ups,
Waffen und Rüstungen aus Jachol sind super duper stark. Ist überhaupt so ausgesprochen? Da wurde so ein komischer alter Kerl von den Wachen geschnappt. Du meinst Zid? Meine alten Knochen lieben so ein warmes Feuerchen. Hey, was geht? Wusstet ihr schon, dass sie Professor Zid in den Kerker des Schlosses gesperrt haben? Wusstest du schon, dass sie ihn wieder freigelassen haben? Fortschritte gemacht. Woohoo, yeah. Spannend. Interessanter Raum. Da sind Barkeeper eigentlich die informiertesten Leute, ja, ne? Eigentlich schon. Oder mit dir schon geredet? Die Bibliothek der Vorväter ist südlich von hier. Professor Zid hat angeblich dort studiert. Schon mal von einem Monster namens Schreckgespenst gehört? Wenn es einzeln daherkommt, macht euch auf einen Blitz gefasst, also Obacht. Okay. Boy, da komme ich nicht lang. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, ich würde gerne schlafen. Gute Nacht. Guck mal, der da hinten hat sein eigenes Bett. Guten Morgen. Schade, kein Dude. Es geht. Königsfeder ist zu teuer. Das ist alles zu teuer. Ich bin zu arm. Zu arm. Cool. Geh da mal wieder, ne? Ne, da waren wir schon. Gut, dann... Aufi, ich weiß doch nicht wohin, aber ey. Oh. Ach, da ist das Feuerschiff. Oh, okay. Nein. Ja, guten Tag, ciao. War schön hier. Feuergetriebene Schiff. Hat ja ganz schön lang gedauert. Ja, sorry. Es ist genau, wie ich vermutet habe. Der Schiffsantrieb entzieht dem Feuerkristall Energie. Der Antrieb? Ja, wenn wir die Maschinen nicht anhalten und das schnell, wird der Kristall zersprengen. Werdet ihr das erledigen? Klar. Hier geht es hinein. Aber es wird kein Spaziergang, so viel ist sicher. Es wimmelt da unten nämlich nur so von Monstern. Viel Glück! Wir zählen auf euch! Danke. Monster steht jetzt links. Deko? Kein Plan. Boah, eine Karte! Cool! Ich bin der Captain! Ich hab hier das Sagen? Das war's, mehr hab ich nicht zu sagen. Komische Tür. Oh, eine Kiste! Mithril-Handschuhe. Schreckgespenster. Au. Stufe 17, 42 HP, anfällig für Eis. Okay. Und Wasser. Und Wind. Okay.
Ja, der kann auch wie Draconio. Wo war das Schiff nicht unter mir? Hätte ich nicht von oben kommen müssen? Warum verliert Lena Leben? Frag für einen Freund. Lala. Okay. Könnt ihr da die Treppe hoch? Guten Tag. Was gibt's hier oben Schönes? Okay. Hier geht's weiter hoch. Oh. Wir sind blind. Mitra ist schon was Schönes. Ich hätte Shiva beschwören können. Für was habe ich sie mir denn geholt? Ja, Entschuldigung. Komm, probieren wir es mal aus. Boom, Damage. Beschwörungsstufe 1. Tür. Kiste! Okay. Gut, dann. Geht runter. Nein. Halt, werde ich da. Anfällig für Eis. Ich habe das Gefühl, alle Gegner hier sind anfällig für Eis. Du. Was seid ihr denn? Ich glaube, die sind gar nicht mehr so anfällig für Eis. Und fast tot. Ne, für Blitz. Okay. Da gibt's hin. Alter. Muss dringend was gegen das Blind machen, oder? Wird beide angreifen. Danke. So. Ich hab nichts gegen Blind, ne? Nö, hab ich nicht. Okay, dann. Dann nicht. Dann ist egal.